Frau Cisar, Sie waren selber Ministrantin und leiten oder organisieren jetzt die Ministrantenwallfahrt nach Rom. Wie kommt das? Ja, das ist ein langer Weg. Sehr spannend. Ich war tatsächlich selber Ministrantin in Rumänien, in meinem Heimatbistum. Das war kurz nach der Wende, wo auch zum ersten Mal überhaupt für Jugendliche möglich war. Vor allem für junge Mädchen, ne? Also das Ministrieren ist ja noch nicht so lange erlaubt für Frauen. Das stimmt auch für Mädchen sozusagen, aber auch für Jungen war es diese Art der Jugendarbeit nicht bekannt. Es war ganz neu im Aufbruch damals und diese ganze Aufbruchstimmung hat mich selber auch sehr angesprochen und mitgenommen. Und ich muss schon zugeben, dass ich habe meinen Beruf, Theologin zu werden, auch dem zu verdanken. Jetzt, weil ich gerne noch mal drauf zurückkommen will, noch nicht so lange ist es erlaubt, dass junge Frauen am Altar stehen. Ja, wie ordnen Sie das ein? Ja, das ist keine leichte Frage. Also man müsste den Kontext kennen. Also damals, wo ich selber angefangen habe, da war es vieles im Aufbruch eben. Natürlich zum Ministrantensein gehörte, dass Jungs ministrieren, weil die dann später Priester werden. Das ist im Fall eines Mädchens ausgeschlossen und deswegen war es auch nicht nötig, sozusagen zu ministrieren für die Mädels. Aber dann hat sich natürlich mit der Zeit in den 90er Jahren auch die Chance erkannt worden, dass Ministrantenarbeit Jugendliche nicht nur für das Priesteramt vorbereitet, sondern eben das ist eine besondere Art und Weise, Jugendpastoral wahrzunehmen und zu verantworten und eben wie die Nähe Gottes, was am Altar erfahrbar ist, dann durch die Jugendlichen in den Alltag hineingebracht werden kann. Das heißt, Sie finden es gut, dass Mädchen, Jugendliche, junge Frauen am Altar stehen dürfen, um zu dienen? Genau, ich finde es sehr angemessen, dass für Mädchen auch die Möglichkeit gibt, so nahe am Altar dran zu sein und aus dieser Erfahrung dienen am Altar, dienen im Leben, diese ganz enge Verbindung dann tatsächlich zu Lebensentscheidungen führen können, auch im Leben eines jungen Frau, einer jungen Frau. Nur ein junger Messdiener kann Priester werden, eine junge Messdienerin kann Theologin werden, oder? Ja, ist auch nicht schlecht. Genau. War das für Sie mal eine Option oder zu denken, Mensch, ich fühle mich jetzt verhindert mehr, ich hätte vielleicht mehr werden, also ich hätte vielleicht auch Priesterin werden wollen oder Diakonin? Das würde ich nicht sagen. Ich habe manchmal den Eindruck, der Wunsch überhaupt Priesterin zu werden in Osteuropa, diesen Wunsch habe ich noch nie gehört von einem Mädchen in Osteuropa. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ich habe nie darüber nachgedacht, warum ich nicht Priester sein darf. Ich habe einen Weg gefunden, wo ich auf eine andere Art und Weise meine Berufung und mein Leben, meinen Glauben einfach leben kann und darf. Es gibt bis heute auch Priester, die es nicht ermöglichen, jungen Frauen zu ministrieren, um Altar zu stehen. Wie finden Sie denn das? Ja, das weiß ich, ist in Osteuropa manchmal auch bis heute zu treffen. Das müsste man genauer anschauen. Also ich finde, das ist kein angemessener Weg, kein Zeit. Gemessener Weg in der Jugendpastoral, einfach die Möglichkeit vor Mädchen zu schließen. Es sind sehr kreative Möglichkeiten, wie einfach Buben und Mädels getrennt manchmal auch ministrieren können oder ihren Dienst wahrnehmen können. Das ist ganz spezifisch auch zu gestalten. Also das müsste nicht passieren, dass jetzt vor vornherein wir Mädels ausschließen. Aber passiert vieles in der Kirche. Damit müssen wir leben und schauen, wie tatsächlich das einfach auch auszuhalten ist. Es gibt aber auch viele Verletzungen von jungen Frauen, die sagen, ich durfte nicht ministrieren. Und damit wird ja auch ein Stück weit Jugendarbeit verunmöglicht, weil diese Menschen sich dann distanzieren von der Kirche. Das möchte aber, glaube ich, Papst Franziskus nicht. Wie sehen Sie das? Ja, sicher. Also ich finde Wege, wodurch man sich von der Kirche distanziert, die sind
keine Wege in der Nachfolge Jesu. Also ich finde, Wege und Räume müssen immer eröffnet werden und nicht versperrt werden. Und in diesem Sinne finde ich, alles, was distanziert, ist nicht in der Spurtreihe Christi. Was wünschen Sie sich also für die Ministrantinnen, Ministrantenwallfahrt nach Rom? Auch von Papst Franziskus? Ja, ich wünsche mir, dass Papst Franziskus die Ministranten und Ministrantinnen auf der Art und Weise begegnet, was wir von ihm kennen. Dass es einfach lebensnah ist, dass er einfach spricht, die Theologie und das Geheimnis des Glaubens so auch ausbuchstabiert, dass die Anwesenden verstehen, wofür wir stehen, was unser Glauben bedeutet und wofür wir auch gemeinsam unterwegs sind. Und ich gehe davon aus, dass der Papst das wieder schaffen wird. Danke für das Gespräch. Gerne.